Das Vlaimstal ist eines der Haupttäler der Dolomiten im Osten Trentinos. Ein Besuch lohnt sich nicht nur, weil es von bekannten Bergen wie der Pala-Gruppe umgeben wird, sondern auch, weil seine 11 Dörfer einige wertvolle Kleinode der alpinen Kultur beherbergen. Wer in der Karnevalszeit in der Nähe ist, sollte am Faschingssamstag unbedingt in Val Floriana vorbeischauen. Der traditionelle Karneval von Val Floriana, auch Karneval der Matoci genannt, ist einer der wenigen antiken Karnevale in den Alpen. In seiner historischen Form hat er es geschafft zu überleben, anstatt sich an die sonst immer stärker vordringenden Faschingsspektakel anzupassen. Willkommen in Val Floriana, willkommen bei unserem Karneval, dem Karneval der Matoci, der Arlecchini da Paiacci, einem Karneval, der euch mitreißen wird. Ihr werdet mitten unter uns sein, die Matoci erleben und gemeinsam mit uns einen wunderschönen Tag verbringen. Der Karneval der Matoci durchläuft alle Fraktionen des Dorfes Val Floriana. Er stellt einen Zug einer Hochzeitsgesellschaft dar und bezieht die Bevölkerung aktiv mit ein. Am Umzug nehmen eine Reihe von Karnevalsfiguren teil, die mit bunten Kostümen und Masken aus Zirbenholz ausgestattet sind. Die sogenannten Matoci, oder auch Barba genannt, eröffnen den gestellten Hochzeitszug. Sie müssen eine Reihe von Hindernissen überwinden, die die Bewohner in den verschiedenen Fraktionen für sie vorbereitet haben. Es folgt ein lebhaftes Frage- und Antwortspiel zwischen den Matoci und den Zuschauern, der sogenannte Contrast. Eine lustige Begebenheit ist die Kontrolle der gefälschten Dokumente, mit denen die Matoci sich Zugang zu den Fraktionen verschaffen wollen. Sobald alle Matoci von der Bevölkerung Einlass ins Dorf erhalten haben, darf der Rest der Festgesellschaft nachziehen. Als erstes folgen die Harlekini, die zu den Liedern der Ziehharmonika im Kreise tanzen. Ihr Tanz beschwört den Frühling und ist Symbol für Fruchtbarkeit. Den Schluss des Umzuges bilden die Paiacci. Sie sind sehr verschieden gekleidet. Ihre Aufgabe ist es, die Menge zu amüsieren. Im Gegensatz zu den Matoci sind sie stumm und führen kleine satirische Pantomime-Stücke auf. Sie weisen auf Geschehnisse des vergangenen Jahres hin. Hier sind wir beim Karneval von Val Floriana, der sich aus den mittelalterlichen Umzügen entwickelte und unser Bergleben widerspiegelt. Ursprünglich stellt der Karneval einen Hochzeitsfestumzug dar, bei dem die Matoci den Karnevalsreigen eröffneten, gefolgt von den Arlecchini, dem Bele, dem Paiacci und den Suonadori. Es handelt sich hier um einen typischen Straßenumzug, der durch die einzelnen Fraktionen unserer Gemeinde zieht und an die alten Schlösser erinnert. Von grundlegender Bedeutung ist das Thema der Hochzeiten. Im Mittelpunkt des Karnevals der Matoci steht die Zukunft und das Alltagsleben der Gemeinschaft von Val Floriana. Viva Val Floriana! In den verschiedenen Fraktionen bieten lokale Vereine den Teilnehmern des Karnevals Getränke und Speisen an. Der traditionelle Karneval von Val Floriana ist nicht nur antiker Brauch, sondern auch ein wichtiger Moment des Gemeindelebens. Das Ziel des Organisationskomitees ist es, diese Tradition am Leben zu erhalten und das kulturelle Erbe an die nächste Generation weiterzugeben. Einige der wunderschönen Masken kann man auch im historischen Stadtkern von Cavallese bewundern. Noch bis zum 21. April ist im Palast der Magnifica Comunità di Fiemme eine Ausstellung zu besichtigen, die diesen mächtigen und mysteriösen Gegenstand untersucht. Die Maske begleitet den Menschen seit Beginn aller Zeiten mit dem Ziel, die Identität des Trägers zu ändern. Zentrale Thematik ist natürlich der lokale Karneval. Masken aus Val Floriana, dem Vlaimstal und dem Fassatal stellen die landesüblichen Karnevalsfiguren vor. Die Ausstellung lässt auch den künstlerischen Aspekt der Maske nicht aus. So sind hier die Krampusmasken von Luca Poia sowie die verschiedenen Phasen der Herstellung der Masken aus Val Floriana von Remo Barcatta ausgestellt.
Auch der Palast selbst, die verschiedenen Säle und die permanente Ausstellung sind den Besuch wert. Zunächst lediglich Sitz eines Stellvertreters, der die Steuern eintrieb, wird der Palast später Sommerresidenz der Fürstbischöfe. Die Fresken der Säle und Fassade sind von hohem künstlerischen Wert. Nach einer langen Zeit des Verfalls wurde der Palast durch die Bayern als Gefängnis verwendet. 1850 wurde er hingegen von der Gemeinschaft des Fleimstals erstanden, die sich seitdem um die Restaurierung und die Instandhaltung kümmert. Danke, dass ihr so zahlreich an unserem Karneval teilgenommen habt. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wenn nicht, kommt uns im nächsten Jahr trotzdem besuchen. Der Karneval der Matoci wird dann noch schöner sein. Mit den letzten Schneeflocken beenden auch wir unseren Karneval der Matoci, bei dem es sich in der Tat um eine einmalige und außergewöhnliche Attraktion handelt. Vielen Dank.